Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen live dabei sind und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns Thorsten gleich zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Bitte nicht dieses Event als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Dann lasse ich das kurz noch eingeblendet und in der Zwischenzeit wechseln wir den Monitor. Und ich sage auch mal offiziell guten Morgen, Thorsten, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thorsten Helbig. Ich begrüße Sie im Namen von Nelson Cardoso Neto. Sehr gut. Egal. Und egal, was ich jetzt hier einblende, es ist zack. Stimmt nicht, wollte ich nicht. Falsch. Falsch. So wollte ich es haben. Das Bild ein bisschen kleiner, ne? Warum auch immer. Trotzdem zu sehen. Erkennbar, sonst muss ich. Das müssen die Teilnehmer entscheiden. Das müssen die Teilnehmer entscheiden. Gut zu sehen, okay. Wenn es einer sieht, dann reicht das ja, ne? So, okay. Guten Morgen in die Runde. Für unsere Jungs von den Paternostern vorneweg. Hier, wir haben gestern Short-Position eröffnet. Hier oben bei 13.192. Ich habe vorhin im Slack-Kanal geschrieben, nach diesem Trendbruch hier heute früh, hier nach dieser Kerze, habe ich die Position geschlossen. Spätestens hier nach dem Trendbruch und dem bestätigten Aufwärtstrend hier sollte man diese Position rausnehmen. 13.192 ist sie gekommen. Ich habe sie hier bei 13.15 mit 87 Punkten vorhin zugemacht. Die Hälfte haben wir gestern Abend geschlossen, nachdem wir hier unten schon mal rumgeturnt sind. Und den Rest habe ich jetzt rausgeschmissen. Mehr dazu erklären wir gleich. So. Wir? Bist du heute zu zweit? Ja, ich lebe meine Schizophrenie volle Granate aus. Sehr gut, Hauptsache du bist zufrieden. Ich und mein Esel. Ne? Damit ich das auch jeden Morgen frisch aufs Butterbrot geschmiert kriege, ne? Was ich eigentlich für ein Esel bin. Okay, sind immer wir, egal ob er alleine ist oder nicht. Ja, weil ich davon ausgehe, wenn ich sage wir, gehe ich davon aus, dass der eine oder andere bei uns aus dem Grüppchen, aus der Community diese Position ebenfalls im Markt hatte oder im Markt hat. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sie auch geschlossen hat. Kurzes Feedback kann man ja mal bringen. Genau, der Manfred bestätigt das gerade. Und der Lutz ist immer bei mir, siehst du? Siehst du, deswegen sind wir, ne? Der Lutz ist immer gefühlt im Geiste bei mir. Eine richtige Familie. Ja. Ohne Hund, der ist weg. Also, diese Position hier haben wir rausgenommen. Den DAX machen wir später. Ich will jetzt noch nicht. Den DAX machen wir später. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den
Euro, wenn ich den jetzt finde, da. Den Euro ein bisschen da waren unsere Bereiche oder unser Lauf von gestern. Zack, da. Da war unser Lauf von gestern. Geplant war, hochzulaufen bis zur 1,1888, maximal 1,1893 und dann runterzulaufen bis zur 1,1850, besser sogar bis zur 1,1839 und 34. Die Long-Position hier, ich habe gestern Morgen hier das erste Mal geschortet, habe dann die Position, dann ist mir die Position um die Ohren geflogen. Och, Carsten, Entschuldigung, möchtest du jetzt eine Runde auf den Arm? Würde ich ja gerne tun. Ich würde dich ja sogar den ganzen Morgen hier auf den Schoß nehmen. Aber mein Stuhl, der trägt bloß 140 Kilo. Und 64 bringe ich schon mit. Hier gestern Morgen diese Umkehr hier. Ich hoffe, die kann man trotz des unscharfen Bildes einigermaßen erkennen. Diese Umkehr habe ich geschortet mit 3 Punkten Stop-Loss. Der Stop-Loss wurde hier dann gerissen, bin mit 3 Punkten rausgeflogen. Und der nächste Entry stand auf dem Deckel bei 1,1888. Wir haben hier oben eine Short Limit platziert bei der 1,1886, die dann mit 2 Punkten Rücklauf greifen sollte, was sie dann auch getan hat. Und dann ist sie von der 1,1884 oder 1,1885 ist sie ausgeführt worden. Den Lauf hier runter, den habe ich hier direkt den Einlauf ins Ziel bei 1,1850 habe ich verpasst. Das war, ich sag mal, technisches Unvermögen meinerseits. Ich habe die Position so platziert, dass ich hier unten eine Long Limit hingelegt habe, beziehungsweise einen Take Profit hingelegt habe. Und in diesem Konto hier habe ich diese Order aus Versehen 2 Punkte unter die 1,1850 gelegt, statt über die 1,1850. Und als der Lauf hier war, um 3:15, war ich nicht am Rechner, war ein bisschen draußen an der frischen Luft. Und als ich wieder zurückkam, dann im Webinar, war er schon wieder hier zurückgelaufen. Und dann habe ich diese Position doch noch mit 22, 23 Punkten schließen können. Schade, es wären 34 gewesen, war wirklich ein Fehler von mir. Weil eine Long Limit gehört 2 Punkte über diese Linie, über diese Marke und nicht 2 Pips unter diese Marke. Im späteren Verlauf dann nochmal der Anlauf hier runter und gestern Nacht dann auch der Anlauf auf die 39 und auf die 34. Beide Marken alle schön sauber abgearbeitet und als sie die 34 geholt hat, das Low lag bei 31,7, hat er sogar um 2 Punkte durchschossen. Schöne Umkehrformation hier, Bob, und dann nach oben. Seitdem flackt der Junge hier ein bisschen rum. Diese Flagge, die wir hier gerade haben, die schauen wir uns gleich im H1 einmal an, wenn wir die Ziele für heute rausgearbeitet haben. Und die Ziele und der Verlauf für heute. Mal kurzes Feedback, ob das Schülertool funktioniert hier. Sonst muss ich es nochmal an und nochmal ausschalten. Schüler-Lehrer-Tool heißt, wenn ich hier irgendwo eine Linie einzeichne, dann
Sehen unsere Paternoster das auf ihrem Schirm, wenn sie wenn sie das Schüler-Lehrer-Tool anhaben? Carsten, siehst du meine Linien? Der Uwe sagt, es funktioniert nicht. Okay, ich ziehe mal eine schräge Linie rein. Die sollte jetzt da sein. Okay. Mal gucken, ob der Thomas heute da ist hier im Webinar. Dann sollten wir da noch mal nachbessern vielleicht. Ich schalte es jetzt nochmal ein. Mal gucken, ob eure Verbindung da ist. Meine Verbindung ist da, wie man hier sieht. Ah, der Server baut keine Verbindung auf. Okay, dann müssen wir da nochmal was machen. Symbol Euro, US-Dollar ohne Apostroph. Genau. Die Verbindung läuft anscheinend nicht. Okay, wie kommt man an dieses Tool? Dieses Tool ist, wenn ich hier irgendwo eine Linie einzeichne, bekommt die derjenige, der das Tool bei sich als Schüler installiert hat, auf seinen Schirm. So, wir waren dabei, die Linien anzupassen, um uns einen Plan zu machen. Hier. Und dann, wenn man mir ein Signal gibt, probiere ich das Ganze nochmal. So, diese Linien hier wären unser Plan für heute und den gleichen wir gleich mit dem Plan von gestern mal ab. Welche Marke war gestern das Zünglein an der Waage oder ist schon länger die wichtigste Marke? Wer weiß es noch? Die 1.18.50 haben wir uns gestern rausgepult und die hatten uns auch vorgestern schon rausgepult. 1.18.50 und hier 1.18.52, 1.18.53, so immer dieser Bereich, die ist hart umkämpft. Ja, Erhard, du hast aufgepasst, ne? Und der Christian auch. Seid ihr beide Österreicher? Okay, Plan für heute, den platziere ich ähnlich wie den gestern. Und zwar, wir gucken dazu einmal auf den Stundenchart. Wir haben hier einen funktionierenden Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend wurde gestern einmal verletzt, nochmal zurück und dann wurde er nach unten verlassen. Und hier haben wir die 1.18.50 noch drinne. Das ist die 61.8 aus der letzten Abwärtsbewegung. Die 1.18.50 wurde dann hier nach oben verlassen. Hier haben wir ein schönes Doppeltop platziert und die 1.18.50 fungiert jetzt als Nackenlinie. Diese Nackenlinie wurde nach unten schon verletzt und um diese Geschichte auch dementsprechend gerecht zu werden, nicht als Hintergrund zeichnen, nö, bleibt mal schön im Vordergrund.
können wir heute zwei Setups handeln. Wenn wir zwei Setups handeln, brauchen wir auch zwei Strategien. So, die eine ist dieses Doppeltop hier. Nackenlinie angelaufen, gebrochen. Und dieses Doppeltop sollte uns zu 1,1806 führen. Wenn es uns dahin führen soll, dann sollen wir auch jetzt shorten. So, der Stop, die Limit gehört auf 50 Punkte. Zack. Und der Stop gehört da oben hin auf 18 über unsere Zielbereiche. Das heißt, eine kleinere Position, weil wir haben ein schlechteres CFV. Stop dort oben hin, Limit gehört da unten hin. Das ist hier zack, Doppeltop mit Nackenlinie 1,1850. So. Da gehört es hin. Fertig. Wenn wir 20 Punkte vorne sind, gehört der Stop Break-Even. Fertig ist dieses Setup. Ist dieses Setup verstanden? Nelson hat es ja vorhin gesagt, es ist keine Handelsempfehlung und um nicht den Anschein zu erwecken, dass ich hier angetreten bin, um Nelson sein Gehalt zu sichern und für FXLet Provisionen zu generieren. Deswegen diese Positionsgröße hier. Das mache ich auf diesem Konto, was ich auf meinen anderen Konten handle, geht keinen Menschen etwas an, werde ich auch nicht verraten. Ich muss ja nicht jedem erklären, wie arm wir sind, ne? Okay. Also, dieses Setup heißt genau dieses Doppeltop hier an diese Linie. Der Bruch ist erfolgt. Der Rücklauf sollte jetzt stattfinden. Dieses Regelwerk wird hier gehandelt. Doppeltop mit Nackenlinie 1,50 und Ziel 1,1806. Am Rande, ich mache das regelmäßig so, wenn ich ein Setup handle, dann vermische ich die nicht miteinander, sondern ich wähle mir dann eine Strategie dafür aus und diese Strategie wird dann auch in diesem Setup durchgezogen. Das hat nichts mit meinen anderen Positionen zu tun. So, Thomas sagt gerade, Server ist an und das wird übertragen. Das heißt, wenn jemand das Schülertool hat, der sollte es im Euro US-Dollar ohne Apostroph einfügen. Darauf achten, dass da unten der Server verbunden ist. Und dann sollte man auch gleich die Linien sehen. Zu unserem Tagesplan, den habe ich vorhin vergessen. Wir fangen mit dem roten Verlauf an. Da gehen wir nur bis da hoch. Den haben wir gerade gemacht. Und dann bis da runter, wenigstens bis zur 1,1831. Auch hier kann ich nicht. Fuck. Ah. Der läuft, den hier wollte ich doch haben.
Auch hier machen wir schnell das Gleiche und verschieben mal unsere Linien passend. Der Lauf hier oben an dieses Hoch, auch hier ein kleines Doppeltop, deswegen habe ich hier schnell Market geschortet. Diese Kerze hier, diese blaue Kerze, kann man die erkennen? Die hat das Low bei 48,6 und unter dieser Kerze sollte man sich nach Zielbereichshandel einstoppen lassen. Diese Position werde ich dann nach Regelwerk Euro Pro aufstocken in diesem Setup hier. Hier geht der Take Profit da unten hin. Den Stop reduziere ich über das Hoch. So. Man sollte seine Charts morgens aufräumen, ne? Und so sortieren, dass man da drin auch vernünftig was machen kann, ne? Der gehört dahin und der gehört dahin und der gehört dahin und raus damit. So. Hier gleiches Spiel. Wir bewegen uns zwischen der ersten roten und der ersten blauen Linie unten. Und dazwischen wird nicht nach Euro Pro gehandelt, sondern wir suchen uns eher an der Oberkante und Oberkante suchen wir uns Shorts und an der Unterkante suchen wir uns Long-Positionen. Genau in diesem Bereich. Wir sehen, dass wir hier diese ganze Geschichte schön ausflaggen. Da wollen wir hin. Wir sehen, dass wir hier unten... Das ist jetzt nicht ganz sauber gearbeitet, aber wir sehen, dass wir hier unten an der Kante auch sauber arbeiten. Und demnach sollte das Maximum, Hand eingeschlafen, man wird nicht jünger, ne? Carsten, du kennst das, ne? So, demnach sollten wir uns diese Kreuzwiderstände hier anschauen. Wir haben einmal den hier und die 62. Ups, so hoch wollten wir aber nicht. Und einmal die 66. Und zwar auch abgeglichen mit den Zeitfenstern. Hier entstehen diese Kreuzwiderstände. Wenn wir jetzt hier unten rausfallen sollten, dazu muss ich ein bisschen kleiner machen. Wenn wir jetzt hier unten rausfallen sollten aus diesem Kanal, egal wann das passiert, es ist auf jeden Fall eine bärische Flagge. Dann kann man die Bestätigung abwarten und sich dann hier die nächste Position holen. Und je nachdem, wann das passiert, mit Glück funktioniert das dann sogar mit Euro Pro. Dass hier in diesem Bereich das Regelwerk Euro Pro dann auch funktioniert. Und die Aufstockung genau nach dem Regelwerk Euro Pro passieren kann oder passieren soll. Zum Abgleich dazu nehmen wir mal diese Bewegung. Erste Bewegung, zweite Bewegung länger als die erste.
Und dann müssen wir schauen, wo die dritte Bewegung einsetzt. Die deckt sich da unten mit unserem Take Profit. Ja, ich gucke gleich mal in die Fragen, aber im Moment denke ich nur laut. Nutzt den positiven Effekt, wenn so ein alter Mann noch denken kann. Ne? So, die Korrektur, wenn sich die an dieser Korrektur hier orientiert, da die Bewegung länger war, könnte die Korrektur auch etwas höher laufen. Wenn ich jetzt hier unten eine an die Backen kriegen sollte und das Ding hier nicht funktioniert, dann suche ich mir den nächsten Entry an der 62. Alternative, ich weiß nicht mit welcher Position, ich weiß ja nicht, wer hatte denn eine ähnliche Idee wie ich? Bei Matthias S. funktioniert das Schülertool. Bei Manfred nur im 1 Minuten. Also nochmals, ihr müsst, wenn ich dieses Tool benutze, habe ich jetzt hier nicht reingezogen, ich Dussel. Hätte man jetzt super testen können, ne? Machen wir gleich. Da diese Bewegung länger war als die erste, könnte hier auch die Korrektur etwas größer ausfallen als die erste Korrektur. Solche Flaggen hier, wenn die solche so einen Bogen machen hier, wie man sieht, die Hochs werden immer tiefer. Das wird der Trend wird hier immer flacher. Ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er gar nicht bis da hoch läuft, sondern diese Nummer hier nach unten gleich durchzieht. Hier haben wir die Möglichkeit, wenn man von hier oben kommt, von der 53 und man kommt hier unten irgendwo an, dass man so viel glatt stellt, um sein Tagesziel zu realisieren. Und den Take Profit kann man dann ebenfalls auf die 1,1806 legen. Bei der 1,1806 wartet das Ziel aus dem Doppeltop, welches wir uns hier eingezeichnet haben. Dazu kommt nämlich, ne, dass sich hier unten dieser Bereich 1,18, 1,1806, dieser Bereich im Bereich der 61,8 befindet, was, dich wollte ich jetzt nicht verschieben, dich wollte ich verschieben hier, da. So, was sich hier im Bereich der 61,8 befindet, das heißt, dieser Bereich hier unten sollte auf jeden Fall einen größeren Widerstandsbereich darstellen, was er ja vorher auch schon getan hat. So, den zeichnen wir uns jetzt mal ein und dann die Parameter. Zeit bis 19.11.23 Uhr. Da machen wir einfach mal den 20.11.23 Uhr, dann ist er morgen auch noch da. Okay? Diese Vorgehensweise soweit klar, soweit verstanden. Liebe Grüße an die Wasserkuppel oder auf die Wasserkuppel, meine Liebe. Liebe Sonja, gestern haben wir eine Mail rausgeschickt. Dort kannst du dich einfach registrieren, kannst dich einfach anmelden und dann wird automatisch ein Telefontermin dort eingetragen. Gehe ich gleich nochmal drauf.
Ja, zwischendurch braucht man auch mal Musik, ne? Einfach dort melden und das Formular ausfüllen und dann wird automatisch ein Telefontermin vereinbart. Für alle, die es noch nicht kennen oder noch nicht wissen, wir haben anlässlich der WOT, dort haben wir einen Vortrag gehalten, Börse und ich, passt das oder passt das nicht? Die Aufzeichnung oder den Link bekommt ihr wahrscheinlich morgen im Newsletter von FXFlat auch zugesendet und wir haben uns dort ein Angebotspaket ausgedacht und haben das zusammengepackt für alle, die sich unsicher sind an der Börse, sollen sie oder sollen sie nicht, sollen sie es mal probieren. Dann könnt ihr uns unsere Webinare, unsere Handelsweise, unseren Slack-Kanal, unseren Club könnt ihr testen bis 31.3., wenn ihr das gerne möchtet. Den Link dazu oder die passende Seite dazu findet ihr hier. https://börsenlift.de. Da findet ihr ihn. Zack. Da findet ihr das Angebot. Dort könnt ihr euch ein bisschen drüber informieren. Und die Aufzeichnung findet ihr in unserem YouTube-Kanal. Auch wir freuen uns über einen Daumen nach oben oder nach unten auf YouTube. Okay. Also hier deckt sich dieser Bereich hier. Zack. 1,18,06, 1,18,00 ungefähr, da 1,18,02, dieser Bereich sollte als nächster Bereich ziehen. Wir haben gerade gesagt, A gleich C in 5 Minuten. Und wenn wir uns das Spiel jetzt hier angucken, sagen, okay, diese Bewegung hier ging ebenfalls durch, dann landen wir sogar entweder ein Stück tiefer oder wir ziehen hier noch ein Stück höher, was wir eben gerade gesagt haben. Wenn wir hier bis zur 66 oder sowas ziehen, schauen wir mal, wo wir dann landen. Na, bei der 61, also wenn wir hier doch hochziehen bis zur 61 oder sogar bis zur 66, dann tut das dem Ganzen. Oder ist das nichts Schlimmes? Wir können bis zur 62, 66 können wir durchaus nach oben ziehen. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Castellani hat mal so schön gesagt, an der Börse ist 2 plus 2 ist nicht 4, sondern 2 plus 2 ist gleich 5 minus 1. Und das ist jetzt so ein typisches Setup, wo es passieren kann. Ich muss damit rechnen, dass ich hier vielleicht mit 7 oder 8 Punkten kurz mal eine kleine Ohrfeige kriege, aber deswegen ist dieses ganze Setup trotzdem überhaupt nicht hinfällig, sondern ist auf jeden Fall aktiv. Ich hoffe, das habe ich jetzt ausreichend begründet oder ausreichend erklärt. Wenn Fragen dazu sind, dann bitte jetzt. Wenn keine Fragen sind, dann bitte auch jetzt. Immer nach dem Motto, na mein Lieber, wenn das deine Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück. Also ein kurzes Ja, nein. Gut. Ich bin es ja gewohnt, Alleinunterhalter zu sein, ne? Okay, dann lassen wir diese Position jetzt hier einfach entspannt laufen, lassen die sich entfalten. Hier haben wir den nächsten Kandidaten. Gestern Markteröffnung im DAU runter in den Zielbereich, dann hoch wieder in den Einstiegsbereich, dann wieder runter Richtung Zielbereich, dann wieder hoch in den Einstiegsbereich und dann wieder runter in den Zielbereich und dann durchgekesselt
volle Granate. Ich weiß nicht, wer das gestern gehandelt hat. Diese Nummer hier habe ich gestern nicht gehandelt. Gestern späteren Abend oder später, sehr späten Nachmittag habe ich diese Kiste hier mit einer kleinen Position nachher gehandelt. So richtig Vertrauen habe ich in den Dow ja nicht, so wer das weiß. Ein Tag vorher, hier Einstiegsbereich, da Zielbereich, ganz saubere Nummer, hat der Papa ebenfalls verpasst, weil ich hier auf ein Signal im H1 gewartet habe. Und als das Signal im H1 komplett war und wir im H1 hier eine Umkehrformation gesehen haben, war die halbe Strecke schon weg. Und bei einer Spanne von 300 Punkten, da die halbe Strecke weg ist, dann brauche ich nicht drüber nachdenken, dann noch einzusteigen. Schade, schade, schade. Diese Nummer ist sehr cool gelaufen und ich habe die hier verpasst. Die haben wir gestern Nachmittag im Webinar verpasst. Die gestern Abend konnte ich wenigstens ein kleines Stück mitnehmen, also wenigstens die eine Rutsche mitnehmen. So viel zu unserem Dow Pro. Schauen wir uns diesen Kumpel an. Da fangen wir an im H1 beziehungsweise im H4. Im Moment im H4. Scheiß Roundmax. So. Diese ganzen Linien hier, alles, was wir uns hier erarbeitet haben, können wir löschen. Nochmals, wie ihr seht, oder wie der ein oder andere, der aufmerksame Beobachter das. Man hört dir halt gerne zu, echt? Das muss ich erstmal verdauen. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Gleich wieder da. Kommt vielleicht gleich. So. Ja, zuhören ist echt sehr gut, ja. Endlich mal ein Feedback. Weiß man wenigstens, ob hier was ankommt. So. Da. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wir haben jetzt die letzten Tage immer oder auf jeden Fall gestern bevorzugt immer in dem Bereich 13.170, 13.190 geschortet, was das Zeug hält. Immer wieder. So. Super, da kommt ein Käffchen. Danke. So, wir haben hier zwei Linien zu. Da. Zwei Linien zu beachten. Einmal die und einmal die. Das heißt, immer wenn wir hier irgendwo shorten, egal wo das ist in diesem Bereich, müssen wir für die Stops im Moment diese Linie hier berücksichtigen. Das heißt, die Positionen können nicht allzu groß sein, weil die Stops ja doch im Vergleich zum Euro relativ weit sind. Das ist übrigens der DE30 mit Apostroph. Wir probieren bei denen, die den DE30 mit Apostroph drin haben, probieren wir auch hier das Tool. So, Aufzeichnung aus und Linie nochmal raus und Aufzeichnung nochmal an. Wer den DE30
Der DE30 mit Apostroph für die Profihändler. Den DE30 ohne Apostroph kriege ich in mein Konto leider nicht rein. Nelson weigert sich. Nelson ist da ein bisschen zickig und sagt, das darf ich nicht. Er sagt, du bist als professioneller Händler eingestuft, also musst du auch als professioneller Händler handeln. Ja, so wird man hier misshandelt. Okay, das scheint ja zu funktionieren. Also bauen wir hier mal ein bisschen was zusammen. Da haben wir die eine Linie. Nur mal so am Rande. Wehe, ich erwische, dass diese Positionen oder diese Dinge irgendwo in anderen Gruppen auftauchen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So. Das heißt, in diesem Bereich hier, wir keilen uns hier so schön in einem Dreieck ein. So weiter geht das wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wir keilen uns hier in so einem Dreieck ein und so ein Dreieck sollte nach Möglichkeit in der ersten Hälfte aufgelöst werden. So, wenn wir jetzt mal sehen, das ist vom 9.11. bis heute, das ist über eine Woche. Hier haben wir noch eine Woche. Wir dürften jetzt uns noch in der ersten Hälfte befinden. Wenn wir dieses Dreieck verlassen wollen, wäre das hier das Idealszenario. Ganz kurz da oben noch mal raus und plattaus nach unten durch. Das wäre der Plan für die blaue Fraktion. Der Plan für die rote Fraktion, den ich aber nicht bevorzuge. Ba, 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 ba. Da, der Plan für die rote Fraktion, einmal kurz da unten raus und dann nach oben durch. Wenn der nach oben durchgeht, dann kann der durchaus nochmal die 13,6 sehen. Die Resultate daraus. Wäre A gleich C und zwar dann, wenn die Bewegung startet. Und dann wären wir sogar an einem neuen Allzeithoch. An dieses neue Allzeithoch kann und will ich noch nicht glauben. Aber was ist schon Glauben, ne? Ich glaube, ich habe einen leckeren Kaffee. Das ist Glaube. Und jeden Abend glaube ich, oder viele Abende glaube ich, ich glaube, ich trinke noch ein Bier. Das ist richtiger Glauben. So. Das wäre in dem Fall, in dem bullischen Szenario, hier durchaus machbar. A gleich C und dann sind wir bei 13.823. Wo haben wir das Allzeithoch? Wer weiß es? Wo haben wir das momentane ATH? Im Euro geht das auch, mein lieber Lutz. Nur ohne Apostroph. Ohne. Glauben und Kirche, genau. Oh, Jungs, muss man doch auch mal. Guckt mal. Da haben wir es. Es gibt an
13.8.27. Das war in einer Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag. Und am Freitag hatten wir kleinen Verfall. Das hier war Mittwochnacht oder Donnerstag früh und dann hatten wir kleinen Hexensabbat, einfachen Hexensabbat und danach ging die Reise Richtung Süden los. So, das heißt, wir müssten dann mit dem Ziel irgendwo bei 1.13.28 landen und das deckt sich mit dem hier fast perfekt. Da. Dann wären wir direkt am ATH. Weiß ich doch, mein Lieber. Mein lieber Lutz. Also, ich bevorzuge diese Variante. Deswegen suche ich mir immer an den oberen Bereichen, so wie hier gestern, das High bei 13.2, bei 13.1.92 haben wir geschortet. Ich suche mir immer in diesen oberen Bereichen hier, suche ich mir Shorts. Weil, machen wir die ganze Geschichte mal ein bisschen klein, weil diese ganze Nummer hier, alleine hier ab diesem Low, ab der 11.328, die er auch in einem Nelson-Webinar oder gleich nach dem Nelson-Webinar gemacht hat, hat er eine schöne SKS gebastelt. Wir gucken uns gleich an. Diese Rutsche von 11.3 bis 13.3, grobe Richtung hier. Ja, knapp unter 13.3 haben wir wieder abgedreht. Das heißt, diese zwei Punkte, die müssen ja auch irgendwann mal auskorrigiert werden, bevor wir nochmal ein neues Hoch sehen. Und das haben wir nicht mal bis an die 23.6 gepackt. Das heißt, die Marken nach unten, die wir haben, ist Minimum 12.850. Die dürfte unseren Jungs aus unserer Community bekannt vorkommen, die 12.850. Die haben wir nämlich als Ziel aufgerufen. Und 12.55 wäre sogar der Mindestanspruch für mich. 12.320 und knapp über 12.000 oder 12.100. Wie gehen wir jetzt damit um? Sind die Linien zu sehen, die wir hier gezeichnet haben? Bei euch im Chart? Nelson malt ja selber mit. Nicht bei euch, nicht bei euch meine Linien hier, sondern ob das Tool funktioniert und die zu euch kopiert werden. Bei denen, die es drin haben. Der sonst immer Nein sagt, sagt jetzt ja. Okay. Das heißt, diese Marken hier, die sind ausschlaggebend. Für die, die es nicht gesehen haben oder nicht sehen, hier bitte einen Screenshot machen oder einen Zettel nehmen und die Marken aufschreiben. Wer nicht schreiben kann, lässt schreiben. Dieses Dreieck hier wird das Zünglein an der Waage sein und das kann uns sogar noch bis Ende des Monats eventuell begleiten. Je später das wird, je weiter der sich hier einkeilt, seid drauf gefasst. Je später der Ausbruch passiert, desto höher wird hier die Vola. Der wird immer mehr hier dann hin und her springen. Immer kürzer, die Bewegungen werden immer heftiger und immer schneller und
Wir werden neue Tiefs, wir werden neue Hochs sehen, wir werden keine Trends mehr erkennen, wenn er den Ausbruch nicht rechtzeitig schafft. Damit genau dieses Muster hier passieren. So, wie gehen wir jetzt damit um? Klar, berechtigte Frage. Zack. Das hier ist die Abwärtsbewegung von gestern. Diese Abwärtsbewegung haben wir exakt vorhin um 50% korrigiert. Ich würde diese Geschichte jetzt so einstufen hier nach dem 5-Minuten-Chart, dass wir den Kanal noch fortsetzen. Bis dahin machen wir das Ganze mal grün. So, bis dahin. Also bis dahin dürfen die Grünen noch kommen, ne? Bis zur 61 dürfen die Grünen noch kommen und danach sollten die Grünen abstürzen. Ich will mich ja nicht politisch äußern hier. Ich male nur grüne Linien, ne? So. Und da unten kommt unsere Linie an, bei der 13.019 kommt die Kanal- oder die Dreieckslinie angepfiffen. Das heißt, bis dahin könnten wir durchaus fallen. Allerdings erst ab der, entweder die 13.138 oder 13.155. Zack, ab 13.138 oder 13.155 Short bis, was haben wir gesagt, wo wollen wir hin? Bis zur 13.020. Hopp. Das habe ich jetzt nur da reingeschrieben, damit der Lutz das nicht vergisst. Bei ihm funktioniert das Tool nämlich, ne? Doch, Lutz, du kannst mit den Grünen im Bus fahren. Musst nur hinten sitzen. Oder auf dem Kindersitz. So, und damit ist auch dieser Plan hier erledigt. Hier besteht die Gefahr, sehe ich gerade, dass wir aus dieser Abwärtsbewegung eventuell sogar eine inverse SKS hinkriegen. Das ist aber, was ich da jetzt mal mache. Ich mache mal was Neues. Ich mache mal einen neuen Chart in 1 Minuten. Zack. Und da könnte eventuell da und da Corona. Corona, 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 Corona. Zack. Dann könnten wir sogar eventuell ja, man darf auch außerhalb von Corona niesen. Ich habe Symptome, ich gehe in Quarantäne, ich fahre nicht mit dem Bus. So. Wenn wir hier eine inverse SKS bekommen sollten, die ja durchaus im 1 Minuten nach dem Chart berechtigt wäre,
Dann würde das jetzt diesen Verlauf heißen. So. Dahin. Dann sind wir wieder da, wo wir gestern waren, ne? Wollt ihr euch einen Screenshot machen? Ich will mal ein Taschentuch suchen. Screenshot machen davon, das wäre eventuell der Verlauf. Das heißt nicht, dass man diese ganze Strecke in der Form auch handeln soll, sondern wenn man weiter oben irgendwo short geht oder oben irgendwo was gemacht hat, sollte man darauf achten, dass im Moment dieser Bereich 13.080, 13.060, dass der massiver Widerstandsbereich ist und dass man dort dann nicht unbedingt shorten, nicht weiter shorten sollte, sondern einfach seine Position absichern sollte. Ein kleiner Blick. Ja, Schnupfen. Okay, das heißt, man muss nicht dieses ganze Setup mithandeln, sondern man sollte diese Marken auf jeden Fall für seine bestehenden Positionen berücksichtigen. Ob man nachher, wenn er jetzt hier runterlaufen sollte, vielleicht so eine Kiste noch mehr hatcht und sagt, okay, er kann auf jeden Fall noch mal bis da hochlaufen oder, das sei dahingestellt. Wir erarbeiten uns hier nur Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten, die wir haben, sind einmal die. Hier haben wir ebenfalls diese Spanne eingezeichnet. Und wir haben diese Bewegung nach unten. Und wir haben dieses Dreieck. So, und aus diesen ganzen Informationen, die ja schon sehr reichlich sind, glaube ich, zusammengestrickt, sollte jeder irgendwo seinen Stil auch entwickeln oder sich seine Position rausziehen. Nochmal das Angebot, wer da noch ein bisschen Angst vor hat oder ein bisschen unsicher ist, kann sich gerne bis 31. März unserem illustren Haufen irgendwo ein bisschen anschließen und kann auch versuchen, diese Positionen, so wie wir das hier machen, mitzuhandeln auf Slack, in unserem Slack-Kanal mit unseren Paternostern. Veröffentliche Uhr zeige ich diese Position, so wie ich sie handle, so wie gestern 13.192 geschortet und gestern Abend die Hälfte rausgeschmissen und heute Morgen den Rest rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was wir da noch drinne hatten gestern. Da, halbe Position raus und kurz vor 23 Uhr, wie gesagt, halbe Position rausgeschmissen. Erst haben wir gesagt, die Stops über Nacht im DAX bei 13.155. So. DAX auf plus 50, Stops im DAX 13.180 um 20.24 Uhr. Und hier sind die ganzen Setups, die wir gestern Nachmittag dann immer wieder gehandelt haben. So begleiten wir unsere Position bei uns im Club, aber nur die, die wir auch selber handeln und die ich schaffe zu posten. Wer das möchte, wie gesagt, unter www.börsenlift.de könnt ihr euch gerne so lange uns anschließen. Da gibt es auch einen sogenannten Plauder-Channel, wo die Leute sich austauschen können, wo sie miteinander kommunizieren können. Lutz und Andreas und was weiß ich, wer da alles rumtun und der Manfred und der René und der Thomas, alle, die da rumtun, freuen sich auf Zugang
auf Neuzugang oder auf neugierige Börsenneulinge, die dort ihre Fragen loswerden, weil da wird euch geholfen. Jetzt sehe ich gerade auf der Uhr, es ist schon 8.48 Uhr, gibt gleich Mittagessen. Und damit hoffe ich, dass wir euch ein bisschen durch diesen Dschungel führen konnten hier. Hier passiert ja jetzt nicht so viel, wir werden wahrscheinlich bis 9 Uhr warten müssen. Der eine oder andere hat vorhin hier reingeschrieben, man hört dir ja so gerne zu. Danke für die Blumen. Hört man natürlich gerne, ne? Wer mag sowas nicht? Und da das ja so ist anscheinend, haben Nelson und ich gestern beschlossen, dass es uns nächste Woche im Doppelpack gibt. Am nächste Woche Donnerstag ist Thanksgiving. Da passiert meistens nicht so viel. Deswegen hatten wir das Webinar auf den Mittwoch gelegt, dass wir nächste Woche Mittwochmorgen schon uns zusammentun. Und da wir euch ja richtig nerven wollen mit dem Gesabbel jeden Morgen, haben wir gesagt, wir machen den Mittwoch und den Donnerstag. Allerdings den Donnerstag dann eventuell etwas verkürzt, wenn dort nicht so viel passieren sollte. Wir freuen uns auch da auf eine rege Teilnahme. Und freuen uns logischerweise, wenn die Hütte hier voll ist. Ein paar Sitzplätze sind ja noch frei. Wenn irgendwelche Fragen da sind, bitte, ich schreibe hier unten mal die E-Mail-Adresse rein. Wir sind, oder ich eher, bin jederzeit bereit, auch mit Neulingen oder mit Interessierten, Neuinteressierten, sag ich mal, ich mag diese Begriffe Beratungsgespräche und so weiter, mag ich nicht. Aber vielleicht sollten wir einfach mal telefonieren und einen Termin dafür vereinbaren und vielleicht auch für den einen oder anderen einen Börsenreiseplan zu gestalten. Solche Gespräche führe ich grundsätzlich selber und bei uns gibt es kein Callcenter oder sonst irgendwas, sondern wir sollten einen Termin vereinbaren und dann miteinander einfach reden. Da habt ihr nochmal die Kontaktdaten, einmal die E-Mail-Adresse, wo ihr einen Termin vereinbaren könnt. Und wenn es brennt, dann auch die Telefonnummer von unserem Büro. Okay, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was mitschreiben, vielleicht euch auch ein bisschen was merken und vielleicht auch ein bisschen was umsetzen. Wir haben zwei Positionen hier jetzt laufen im Euro und im DAX werden wir uns gleich wieder eine Position holen. Die Marken haben wir bekannt gegeben und die Position werden wir dann in unserem Slack-Kanal mit unseren Paternostern, mit unseren Kunden, die uns so viele, viele Jahre schon so treu sind, gemeinsam handeln. Und damit will ich mich jetzt verabschieden. Sag danke, schön, dass die Bude heute auch so voll war und hoffe, den einen oder anderen auch ein kleines Stück weitergebracht zu haben. Danke, Nelson, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, hier zusammen ein bisschen was zu tun. Oder ich was zu tun, du dürftest ja inzwischen damit fertig sein, deine Fußnägel zu lackieren, oder? Fast. Ein Zeh noch. Ein Zeh noch, ja, genau. Alles klar. Wir machen das nämlich morgens immer so, dass ich dann die Leute hier ein bisschen begleite, damit Nelson seine Pediküre und Maniküre morgens in Ruhe fertig machen kann, bevor er ins Büro geschlichen kommt, ne? In dem Sinne sage ich jetzt danke, tschüss, tschüss. Euch einen schönen und vor allen Dingen erfolgreichen Tag. In diesem Sinne sage ich tschüss, tschüss, euer Thorsten. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Thorsten. Und wünsche natürlich einen erfolgreichen Handelstag, aber auch den Männern und dir einen schönen internationalen Männertag heute. Also genießt es und bis nächste Woche. Also. Alles klar, bis dann. Danke ciao, dir ciao. Auch.
Tschüss.